Präsidentin, lieber Genscher, lieber Andreas Pinkwart, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde. Wenn ich Ihnen heute die politische Bilanz der FDP-Landtagsfraktion präsentiere, so ist das natürlich ein ganz besonderer Anlass. Die Wahlperiode geht zu Ende. Am 9. Mai werden die Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens auch über unsere Arbeit der letzten 5 Jahre abstimmen. Und ich denke, die hervorragende Rede von Andreas Pinkwart hat gezeigt, dass wir schon deshalb mit großem Optimismus vor die Wähler treten können, weil wir eine überzeugende Leistungsbilanz vorlegen können, meine Damen und Herren, weil die Ergebnisse stimmen. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Menschen diese Zwischenbilanz sehr positiv beurteilen werden. Es ist eine Zwischenbilanz, denn das ist wichtig für den 9. Mai. Wir haben in 5 Jahren nicht alles schaffen können. Wir brauchen noch mindestens eine weitere Wahlperiode, um Nordrhein-Westfalen wieder dauerhaft in der Champions League der europäischen Standorte verankern zu können. Die Entscheidungsfrage wird lauten: Kann eine Koalition der Mitte aus FDP und CDU, die durch die FDP auf Kurs gehalten wird, die erfolgreiche Aufbauarbeit für Nordrhein-Westfalen weiter fortsetzen? Oder wollen die Menschen in Nordrhein-Westfalen wirklich zulassen, dass Nordrhein-Westfalen zu einem Großversuch für ein Bündnis aus Linksextremisten, SPD und Grüne nach dem 9. Mai missbraucht wird, meine Freunde? Über diese Frage lassen wir am 9. Mai sehr gerne abstimmen. Der Parteinachwuchs der Linkspartei hat im vergangenen Jahr an vielen Schulen, auch in Nordrhein-Westfalen, ein Pamphlet mit dem Namen Klassenkampf verteilt. Und in diesem Pamphlet zum sogenannten Schulstreik aufgerufen. Darin heißt es, und ich zitiere wörtlich: Wir haben ein Problem damit, zu unmenschlichen Zeiten aus dem Bett gejagt und vom Staat zum Schulbesuch gezwungen zu werden. Zitat Ende. So der Nachwuchs der Linkspartei. Also Karl Marx, ahne ich, wird sich bei solchen Faulenzern im Grabe umdrehen. Das kann ja nichts werden mit der Weltrevolution. Aber im Ernst, liebe Freunde, wir wollen, dass den Kindern unter unserer Verantwortung eine ganz andere Lebenseinstellung vermittelt wird. Wenn man sich nicht anstrengt und nichts lernt, dann schafft man nichts im Leben und dann kann man auch nicht glücklich werden. Das ist unsere Haltung als Liberale, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland, liebe Freunde. Und wir haben hart gearbeitet in den letzten 5 Jahren für unser Land. Wenn wir zurückblicken, wo Nordrhein-Westfalen damals stand und wo es heute steht, dann sprechen die Fakten für sich. Ich will noch einmal daran erinnern, heute vor 5 Jahren litt Nordrhein-Westfalen unter der schlimmsten Massenarbeitslosigkeit seiner gesamten Landesgeschichte und unter der höchsten Pleitewelle im Mittelstand, die es jemals gegeben hatte. Vor 5 Jahren waren fast 1,1 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Heute, 5 Jahre später, obwohl wir die schlimmste Wirtschaftskrise in der deutschen Nachkriegsgeschichte zu bewältigen haben, die natürlich auch in Nordrhein-Westfalen viele Jobs gekostet hat, haben wir immer noch mehr als 250.000 Arbeitsplätze zusätzlich zur Verfügung. Alleine im ersten Halbjahr 2009, und das war nun wirklich ein Krisenjahr im vergangenen Jahr, sind in Nordrhein-Westfalen 45.000 neue Unternehmen gegründet worden. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in 5 Jahren um fast 33% zurückgegangen. Liebe Freunde, ob Liberale oder Grüne ein Land regieren, das ist nun mal ein Unterschied wie Tag und Nacht. In 10 Jahren grüner Regierungsbeteiligung sind in Nordrhein-Westfalen 300.000 Arbeitsplätze vernichtet worden. In 5 Jahren liberaler Regierungsbeteiligung sind über 250.000 Arbeitsplätze dazugekommen. Über diesen Unterschied lassen wir gerne abstimmen am 9. Mai dieses Jahres, meine Damen und Herren.
Und dabei geht es auch um ganz konkrete und akute Entscheidungen für die Zukunft unseres Landes. Die Grünen haben allen Ernstes vor, das haben die in ihr Wahlprogramm geschrieben, den Bau sämtlicher neuer Kohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen zu verbieten. Das haben die in ihr Wahlprogramm geschrieben. Derzeit sind in unserem Land 7 neue Kohlekraftwerke im Bau oder in der Planung. Das sind die umweltfreundlichsten, die besten Kohlekraftwerke der Welt. Mit dem höchsten Wirkungsgrad, mit den niedrigsten Emissionen. Und ich will das für uns klar sagen, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass diese Kohlekraftwerke gebaut werden. Nicht irgendwo auf der Welt, sondern bei uns in Nordrhein-Westfalen, im Energieland Nummer 1. Dort gehören die besten Kraftwerke hin, damit wir die Technologieführerschaft behalten können, damit wir Exportland Nummer 1 bleiben und damit wir konkret etwas für den Umweltschutz tun. Auch das ist ein klarer Unterschied zur industriefeindlichen Haltung der Grünen, gerade in Nordrhein-Westfalen. Ja, ich meine, man muss sich doch mal so langsam an den Kopf fassen. Wie durchgeknallt muss eine politische Partei denn eigentlich sein, die nicht nur die besten, die sichersten Kernkraftwerke der Welt abschalten will, sondern jetzt auch noch die modernsten, umweltfreundlichsten Kohlekraftwerke? Wir reden hier über 2/3 der gesamtdeutschen Stromversorgung. Diese Leute gehören nicht wieder in die Regierung. Das kann sich unser Land nicht leisten, liebe Freunde. Das ist die klare Botschaft. Neue Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen konnten entstehen, weil wir dem Mittelstand endlich faire Wettbewerbschancen verschafft haben. Bevor wir die Gemeindeordnung novelliert haben, und hier sitzen hunderte Kommunalpolitiker, die diese Debatte vor Ort auch hatten, war es doch gang und gäbe in Nordrhein-Westfalen, dass Staatsbetriebe mit quersubventionierten Dumpingpreisen dem Handwerk, dem Mittelstand vor Ort die Aufträge weggenommen haben. Vom Pförtnerdienst über die Heizungswartung bis zur Ingenieurberatung war da alles zu haben. Stadtwerke in Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Herren, haben sich früher als Reisebüro oder als Partyservice betätigt. Ich kenne sogar einen Fall, wo die Küchen verkauft haben. Mit dieser verkappten Staatswirtschaft haben wir Freie Demokraten Schluss gemacht. Nur so konnte wieder das nötige Vertrauen im Mittelstand in den Standort Nordrhein-Westfalen entstehen. Das war die Basis dafür, dass mehr als 250.000 neue Arbeitsplätze entstehen konnten. Und Fairness für den Mittelstand wird uns auch beim Thema Subventionen für Opel bewegen. Wir waren nicht nur deshalb so kritisch beim Thema Staatshilfen für Opel, weil wir nie daran geglaubt haben, liebe Freunde, dass der Staat einen Automobilkonzern wirklich wettbewerbsfähig machen kann. Wir waren und sind auch deshalb so kritisch, und ich will das hier in aller Deutlichkeit sagen, weil uns das Thema ja auch in den nächsten Wochen durchaus noch ereilen kann. Wir waren und sind auch deshalb so kritisch gegenüber Staatshilfen für Opel, weil es nicht sein kann, dass sich hunderttausende kleine und mittelgroße Unternehmen alleine durch die Wirtschaftskrise kämpfen müssen, während in der Großindustrie bei Opel im Zweifel die Kanzlerin vorbeikommt oder der Herr Ministerpräsident, um vor laufenden Fernsehkameras den Blankoscheck des Steuerzahlers zu überreichen. Das ist nicht unsere Vorstellung von fairer Mittelstandspolitik für Nordrhein-Westfalen, liebe Freunde. Und deshalb werden wir einer solchen Politik auch nicht die Hand reichen. Wir haben nicht die Jahrhundertentscheidung zum Ausstieg aus dem Subventionsbergbau durchgesetzt, um gleichzeitig in den staatsfinanzierten Autobau einzusteigen. Jeder subventionierte Arbeitsplatz bei Opel in Bochum kostet einen wettbewerbsfähigen Arbeitsplatz bei Ford in Köln. Auch deshalb werden wir einen solchen Irrsinn nicht unterstützen. Staatswirtschaft, meine Damen und Herren, funktioniert übrigens auch nicht bei den Landesbanken. Andreas Pinkwart hat zu Recht darauf hingewiesen, noch nie hat eine ganze Branche beim Risikomanagement derart versagt wie die Banken vor der Finanzmarktkrise. Aber die Westdeutsche Landesbank, meine Damen und Herren, hat wie andere Landesbanken auch gar keine Finanzmarktkrise benötigt, um Verluste zu erwirtschaften.
man wird darauf noch mal hinweisen dürfen, in den drei Jahren, in den letzten drei Jahren von Rot-Grün, 2002 bis 2005, da war von der Finanzmarktkrise noch nicht die Rede, hat die Westdeutsche Landesbank einen Verlust eingefahren von 4,8 Milliarden Euro in drei Jahren. Und ich darf noch einmal daran erinnern, wir waren doch die Einzigen, die gewarnt haben. Ich kann mich noch gut an die Debatten erinnern, 2002, bevor die WestLB AG ausgegliedert wurde und wir gesagt haben, es ist nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, eine international tätige Großbank zu betreiben. Für solche Risiken müssen am Ende immer wieder die Steuerzahler bluten. Wir haben als Einzige gewarnt, wir haben als Einzige gefordert, Nordrhein-Westfalen muss raus aus dieser Bank, und wir haben leider Recht behalten, liebe Freunde. Und wenn diese Bank frühzeitig veräußert worden wäre, noch zu Beginn der Wahlperiode wäre das möglich gewesen, dann hätte man Schaden von Nordrhein-Westfalen fernhalten können. Der Finanzminister Helmut Linsen, mit dem wir ansonsten sehr gut zusammenarbeiten, hat immer gesagt, na ja, die FDP, die drängt mal wieder beim Thema WestLB. Die FDP macht wieder mal Druck. Aber wir wollen die Braut doch erst hübsch machen, bevor wir sie verheiraten. Und jetzt haben wir, meine Damen und Herren, für die Braut mit der Bad Bank einen Platz im Kloster organisieren müssen. Dieses Schicksal hätten wir ihr gerne erspart. Es ging aber nicht anders. Umso wichtiger ist es, dass die WestLB endlich spätestens bis Ende des nächsten Jahres veräußert wird. Entweder muss sie in einer gesamtdeutschen Landesbank aufgehen oder sie muss auf dem Kapitalmarkt veräußert werden, damit die Steuerzahler in Zukunft endlich vor den Risiken einer solchen Großbank geschützt werden. Das werden wir in den nächsten Koalitionsvertrag auch hineinschreiben, meine Damen und Herren. Ohne die Notlage der WestLB wäre es uns schon 2008 gelungen, nicht nur einen ausgeglichenen Landeshaushalt vorzulegen. Wir hätten sogar 2008 einen Überschuss von 164 Millionen Euro erwirtschaften können. Wir haben unter Beweis gestellt, dass man neue Schwerpunkte für Bildung und Innovation auch ohne neue Schulden setzen kann, wenn man die staatliche Bürokratie entschlossen zurückstutzt. Und ich will das auch noch einmal unterstreichen, dass es Ingo Wolf gelungen ist, von 1.000 staatlichen Behörden und Einrichtungen innerhalb von 5 Jahren 138 Behörden aufzulösen, war ein wesentlicher, konkreter Schritt zur Entbürokratisierung. Wir haben in der allgemeinen Landesverwaltung 14.000 Stellen eingespart, und damit haben wir die Möglichkeit geschaffen, über 8.000 zusätzliche Lehrer und 1.800 junge Polizeibeamte zusätzlich einzustellen. Und ich sage hier aus Sicht der Fraktion auch in aller Klarheit, liebe Freunde, das Ziel eines ausgeglichenen Landeshaushalts, das war immer ein Markenzeichen der FDP in dieser Wahlperiode, das gehört auch in der nächsten Legislaturperiode wieder auf die Tagesordnung. Nordrhein-Westfalen muss in Zukunft einen ausgeglichenen Landeshaushalt haben, damit nicht kommenden Generationen immer höhere Schulden hinterlassen werden. Das ist eine klare Botschaft, mit der wir in die Auseinandersetzung vor dem 9. Mai eintreten werden. Die Unterschiede zwischen der Vorgängerregierung und uns liegen auf der Hand. Ich habe hier dieses entlarvende Interview der damaligen sozialdemokratischen Schulministerin noch einmal mitgebracht, die ein halbes Jahr vor der letzten Landtagswahl zum Thema Lehrerstellen, ich will das hier wörtlich vortragen, Folgendes ausgeführt hat. Ich zitiere Frau Schäfer, damals SPD-Schulministerin. Bis zum Abiturjahrgang 2012-2013 werden allein an den Gymnasien 12.000 zusätzliche Stellen nötig sein. Da die Schülerzahlen ab 2008 aber spürbar zurückgehen, sind keine neuen Planstellen nötig. Mit dem Finanzminister ist Einvernehmen hergestellt worden, dass bis 2013 statt der von ihm vorgesehenen Einsparung von 28.000 Jahresstellen höchstens 16.000 Stellen gestrichen werden können. Das war das Programm der SPD vor der letzten Landtagswahl. Die waren noch stolz darauf, statt 28.000 Lehrerstellen nur 16.000 Lehrerstellen zu streichen. Wir haben keine einzige dieser Stellen gestrichen,
Wir haben stattdessen 8.124 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen und damit den Unterrichtsausfall halbiert. Auch dieses Ergebnis, liebe Freunde, werden wir am 9. Mai sehr, sehr gerne zur Abstimmung stellen. Wir wollen unser bewährtes Schulsystem nicht durch eine Einheitsschule ersetzen. Wir wollen es weiterentwickeln. Wir müssen es weiterentwickeln mit Blick auf den demografischen Wandel und die zurückgehenden Schülerzahlen. Wir wollen keine Einheitsschule. Und es sollte sich niemand täuschen. SPD, Grüne und Linkspartei werden das machen. Auch das war ein Ergebnis der Landtagsdebatte. Die werden eine gemeinsame Koalition mit den Linksextremisten machen. Und der wesentliche Programmpunkt einer solchen Koalition in der Bildungspolitik ist wirklich die Einheitsschule. Die Scharfmacher in dieser Debatte sind im Übrigen nicht nur die Linksextremisten. Die Grünen sind kein Deut besser. Wir sollten diese Passage aus dem grünen Wahlprogramm an jedem Infostand bis zum 9. Mai verteilen. Die Grünen fordern die Einheitsschule in Nordrhein-Westfalen bis zum Ende des 10. Schuljahres. Jeder muss wissen, was das bedeutet. Das bedeutet das Ende der Gymnasien und das Ende der Realschulen in Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Herren. Nichts anderes. Sollten wir gerade denjenigen sagen, die meinen, na ja, die Grünen sind doch irgendwie so ganz nett, kann man mit denen nicht auch was machen? Wer das Ende der Gymnasien und das Ende der Realschulen in Nordrhein-Westfalen in Kauf nehmen will, der soll gerne grün wählen. Ich bin aber der festen Überzeugung, das werden die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen nicht wollen, meine Damen und Herren. Auch das stellen wir am 9. Mai gerne zur Abstimmung. Uns geht es in der Schulpolitik nicht um eine Strukturdebatte, uns geht es um eine Qualitätsdebatte. Das zentrale Ziel unserer Bildungspolitik war in den letzten 5 Jahren und wird es auch in den nächsten 5 Jahren sein, dass alle Kinder an unseren öffentlichen Schulen das Beste aus ihren Begabungen machen können. Es geht um Chancengerechtigkeit und die hat eine zutiefst soziale Dimension. Wir Liberale wissen, meine Damen und Herren, dass Schulen niemals das ausgleichen können, was im Elternhaus versäumt wird. Aber dennoch müssen wir uns um die vielen Kinder kümmern, auf die niemand wartet, wenn sie mittags von der Schule nach Hause kommen. Die keiner fragt, wie war es denn heute in der Schule? Was hast du an Hausaufgaben auf? Wir müssen uns um die Kinder kümmern, denen Geborgenheit und Zuspruch fehlen. Und ich meine, dieses Kümmern fängt in der Schule an. Auch deshalb wollen wir die Klassen weiter verkleinern. Auch deshalb müssen die Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft mehr Zeit für jedes einzelne Kind haben. Muss die soziale Betreuung im Vorschulalter weiter ausgebaut werden. Wir wollen nicht, dass Kinder allein gelassen werden, meine Damen und Herren. Wir wollen nicht, dass Kinder ihrer Lebenschancen beraubt werden. Wir wollen, dass alle Kinder ihre Lebenschancen nutzen können. Und genau das ist die eigentliche Botschaft liberaler Bildungspolitik. Dafür werden wir in Zukunft noch mehr Mittel mobilisieren müssen. Das wird nur möglich sein, wenn es genügend wettbewerbsfähige Arbeitsplätze und starkes Wirtschaftswachstum gibt. Was verteilt werden soll, muss erst erwirtschaftet werden. Aber damit etwas erwirtschaftet wird, muss sich Leistung auch lohnen. Genau das ist der Kern der Debatte über Leistungsgerechtigkeit, die Guido Westerwelle in Deutschland eröffnet hat. Und diese Debatte, meine Damen und Herren, ist so richtig wie überfällig. Die anderen Parteien mögen sich meinetwegen nur um die kümmern, die Hartz IV beziehen. Wir kümmern uns auch um die, die Hartz IV bezahlen. Das ist die Botschaft auch dieses Parteitags. Und niemand soll sich täuschen. Wir werden Guido Westerwelle in dieser Debatte zur Seite stehen, ohne Wenn und Aber, auch wenn die Linke in Deutschland noch so schäbige Schmutzkampagnen gegen ihn organisiert. Wir werden Guido Westerwelle in dieser Debatte, die er zu Recht eröffnet hat für uns, nicht alleine lassen.
Und ich darf das zum Schluss auch noch mal ausdrücklich sagen mit Blick auf unsere Arbeit hier in Nordrhein-Westfalen. Wir hätten nicht so viel erreichen können für unser Land, wenn wir nicht so geschlossen gewesen wären wie in den zurückliegenden 5 Jahren. Wir haben eine marktwirtschaftliche Reformpolitik gegen gewaltige Widerstände durchgesetzt. Wir haben sogar die mächtigste Lobby, die es überhaupt in Deutschland gegeben hat, nämlich die Steinkohle-Lobby, in die Knie gezwungen. Das haben wir geschafft, weil wir geschlossen waren. Und genauso geschlossen werden wir auch in die Landtagswahl gehen, und dann werden wir auch gewinnen. Unsere Koalition mit der CDU hat erfolgreich gearbeitet. Wir wollen sie fortsetzen. Die CDU wird sich entscheiden müssen, ob sie genauso klar wie wir auf die Fortsetzung von Schwarz-Gelb setzt oder sich auf schwarz-grüne Experimente einlassen will, meine Damen und Herren. Ich habe in den letzten Wochen manchmal über die Naivität von Teilen der CDU gestaunt, zu glauben, man könne sich die Grünen gewissermaßen so als eigene Machtreserve vorhalten. Die Grünen sind gerade in Nordrhein-Westfalen fester Bestandteil des linken Lagers. Hat Schwarz-Gelb im nächsten Landtag keine Mehrheit, dann wird es eine Mehrheit für ein Bündnis mit den Linksextremisten geben. Das ist die klare Alternative zur Fortsetzung unserer Koalition der Mitte. Wer bei der CDU von Schwarz-Grün träumt, der könnte am Morgen nach der Landtagswahl mit Rot-Rot-Grün aufwachen. Das ist die Realität. Und deshalb wird die Schlüsselfrage am 9. Mai in der Tat einmal mehr lauten: die Grünen oder wir? Die Grünen oder wir? Und es wird ja erstmals ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht geben. Damit werden die Menschen die Möglichkeit haben, ganz gezielt ihre Koalitionspräferenz zum Ausdruck zu bringen. Auch zwischen Schwarz-Grün und Schwarz-Gelb. Die Zweitstimme wird die Koalitionsstimme sein. Viele Wähler der politischen Mitte, liebe Freunde, werden damit ganz bewusst entscheiden können, ob Nordrhein-Westfalen zum Land der besten Bildungschancen oder zum Land der Einheitsschule wird, ob Nordrhein-Westfalen Land der sozialen Marktwirtschaft bleibt oder in bürokratischer Staatswirtschaft versinkt. Wir wollen verhindern, dass mit der Linkspartei in unserem Land eine Truppe wirrer Altmarxisten an die Macht kommt, die nicht bereit sind, unsere Freiheit und unsere Verfassungsordnung zu achten und zu verteidigen. Diese Wahl wird eine echte Richtungsentscheidung werden, und ich bin mir sicher, dass wir sie gewinnen werden. Ich darf mich bei Ihnen am Ende dieser 5-jährigen Wahlperiode im Nordrhein-Westfälischen Landtag im Namen aller Abgeordneten und Mitarbeiter sehr, sehr herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Fraktion und Landespartei bedanken. Ich glaube, wir können stolz auf das zurückblicken, was wir gemeinsam für unser Land erreicht haben in den letzten 5 Jahren. Denn wir machen, liebe Freunde, Politik ja nicht um unserer selbst willen. Wir machen gemeinsam liberale Politik, eine Politik der Freiheit, um für die Menschen in Nordrhein-Westfalen etwas zu bewegen, um dafür Sorge zu tragen, dass das Leben für die Menschen in unserem Land immer noch ein Stück besser und freiheitlicher wird. Ich danke Ihnen sehr für diese hervorragende Zusammenarbeit im Namen der gesamten Landtagsfraktion. Und jetzt danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden die Wahl am 9. Mai gemeinsam gewinnen. Herzlichen Dank.